da sich vor diesen Klammern ein Malpunkt befindet und innerhalb der Klammern mindestens ein Plus oder mindestens ein Minus zu erkennen ist, wenden wir die Distributivität an, um diesen Ausdruck zu berechnen. Zuerst rechnen wir also dieses Produkt. Plus mal Plus ergibt Plus und so entsteht der erste Term. Anschließend rechnen wir dieses Produkt. Plus mal Minus ergibt Minus und so entsteht dieser zweite Term. Und dann rechnen wir noch dieses dritte Produkt. Plus mal Plus ergibt Plus und so entsteht dieser dritte Term. Um die Produkte in den einzelnen Termen zu berechnen, wenden wir diese Potenzformel an, bei der die Exponenten addiert werden. Im ersten Term haben wir 8 mal 4 macht 32, a hoch 2 mal a hoch 5, das macht a hoch 7 und b hoch 1 mal b hoch 4, das macht b hoch 5. Also erhalten wir diesen ersten Term. Jetzt der zweite Term. Minus 8 mal 2 macht minus 16. A hoch 2 mal a hoch 1, das macht a hoch 3. Und b hoch 1 mal b hoch 3, das macht b hoch 4. Daher dieser zweite Term. Jetzt noch der letzte. Plus 8 mal 3, das ist plus 24. A hoch 2 schreiben wir ab. Und b mal b, das ergibt b Quadrat. Auch hier können wir diese Formel anwenden. B hoch 1 mal b hoch 1, das macht b hoch 2. Daher dieser dritte Term und diese Übung ist schon beendet.